Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch nur einen kleinen, aber feinen Super Mario Bros. Remix zeigen. Ja, ich würde sagen, ich beginne. Es ist einfach, ja, wie Portal. Nämlich, hier geht es jetzt nicht. Hier springe ich eigentlich, der Leertaste. Okay, geht aus irgendeinem Grund nicht. Aber hier. Und hier. War das nicht gerade das Geräusch, wenn man in Minecraft so ein Netherportal gebaut hat? Also. Das Geräusch dann. Das Netherportal macht ja auch solche Geräusche. Ja, wie man sieht, steuert man das hier mit dem Mauszeiger. Gegner können ebenso durch Portale. Und auf R kann man die Portale auch wieder resetten. Moment. Ich guck mal, ob das klappt. Das ist jetzt nur ein Portal. Kann ich auch irgendwo rennen? Dann setze ich das hier hin. Mal sehen, ob der dann noch da durchkommt. Tatsächlich. Ich dachte, weil ich auf dem Screen bin, geht das jetzt nicht, aber es... Dümmster Fail ever! Alter. Aber es war ein Checkpoint hier. Also. Das kommt bestimmt in ein Best-of. Kann jetzt auch rückwärts laufen. Okay. Mario guckt ja immer in die Richtung, wo der Mauszeiger ist und hält die Waffe anschließend auch so. Aber klar. Ja. Diese Portal Gun macht auch einiges bestimmt einfacher. Dass man beispielsweise Gegner aus dem Weg räumt. Hammerbrüder zum Beispiel. Sind ja ziemlich nervige Gegner. Okay. Komm. Nein. Aber. Das war jetzt nicht ganz so klug. Denn ich glaube, ich kann in diesem Remix kein Feuer schießen als Feuer Mario, keine Feuerbälle. Und das geht natürlich ab. Als ob man dann... Ja, sicher. Das ist auch wieder so ein dummer Fail. Ja, die Steuerung ist nicht so einfach. So. Ja, den kann ich auch so gehen. Moment, kann ich in diesem Mario Bros. Remix übrigens auch wieder zurück? Na, übrigens, was lauert. Moment, ich habe eine Idee, was man damit noch machen könnte. Falls man hier die 500 Punkte kriegen will und dann runterfällt, dann kann man... Oder auch nicht. Hä? Na egal. Punkt ist nicht so wichtig. Das war jetzt gerade mal der erste Level, oder? Ja, war, glaube ich. Hm.
Ja, toll, das ist jetzt schwierig. Es sei denn, ich versetze das Portal nochmal. Ha! Hä? Es ist ja jetzt so ein Goomba-Turm. Ich dachte, das geht nur in Super Mario Maker, aber anscheinend geht das auch hier. Ja. Super Mario Bros. Wurde noch ein bisschen verändert. Denn früher wäre das, soweit ich weiß, nicht so gewesen. Ja. Dann ist das halt mit der Schwerkraft besser gemacht. Ja. Ja, jetzt muss ich mich hier im richtigen Moment ducken, oder? Vielleicht schaffe ich den Level ja noch. Auf jeden Fall macht die Steuerung alles ziemlich schwierig. Aber dafür macht es auch Spaß. Oh! Ja. Hä? Okay. Es hat sich aufgehangen. Na gut, dann beende ich das Video eben schon vorher. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like. Bis dann, euer Jono.